Bei was für einem Rennen? Manu, lähm ich auf. Na, nächste, der fröhliche See. Was ist denn los, Mann? Grüß euch. Benni, mein lieber Einwohner, schönen guten Abend. Bin hier gerade noch am Eis wegkaspern. Baldhead Benson, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Und ihr wollt nicht wissen, wie es bei mir da draußen gerade aktuell aussieht. Das ist so brutal, wie es abgeht. Ich glaube, morgen früh werde ich im Geschäft anrufen müssen und können. Von wegen hier, pass auf, mich hat es eingeschneit. Blizzard ist ein Scheißdreck dagegen gewesen. Ich konnte heute nicht kommen, ey. Ey, alles weiß. Bei mir alles. Absolut alles. Spartane, grüß dich. Moin, mein Lieber. Kannst du auch raus, die Zunge raushalten? Nee, also ja, das geht schon, aber das mache ich nicht mit, laufender Facecam, mein lieber Spartaner. Benni, bist du munter? Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Saisonauftakt der Hove Sim Racing. Heute Abend in Laguna Seca unterwegs und für die, die es noch im Hinterkopf haben, wir fahren hier mit Hove Sim Racing jetzt diese Saison. Beginnend mit zwei Splits, also das heißt, es ist jeden Donnerstag das Programm. Allerdings ist es bei mir zeitlich halt so dermaßen eng gestrickt, dass ich nur den Split A, also sprich alle 14 Tage, den Split A der Hove Sim Racing übertragen werde. Und nächste Woche Donnerstag, wenn dann der Split B fährt, wird Matthias Weggel himself die Moderation übernehmen und dementsprechend den Split B begleiten. Jetzt ist aber Folgendes, Wartelisten sind offen, weil beide Splits absolut gerammelte voll sind. Also das ist absolut brutal. Ja, das heißt, 100 Fahrer konnten sich anmelden, 100 Fahrer haben sich angemeldet, inklusive den Fahrern, die schon da auf der Warteliste sitzen. Also das ist eine absolut geile Nummer. GG an das Teilnehmerfeld und ich hoffe, dass dementsprechend auch das Thema bis zum Saisonende anhält. Beziehungsweise wünsche ich auch von meiner Seite aus ganz, ganz viel Spaß und natürlich viel Erfolg an die Piloten bei der Hove Sim Racing im Durchgang der nächsten 12 Rennen. Rennkalender kurz hier eingeblendet. Ihr seht's. 12 Rennen an der Zahl. Siehst du, wer zählen kann, ist kleinen Vorteil. Es sind nämlich nur 11. 6 in der ersten Reihe, 5 in der zweiten Reihe. Das sind 11 und nicht 12. Das heißt, ich muss es im Titel ganz geschwind noch anpassen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Heute sind wir in Laguna Seca. Über die Renndistanz von 90 Minuten. Und dann schauen wir gleich mal, wen wir da gleich vorfinden werden. Mein lieber Xanster, ich grüße dich. Sloku, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an Alvin, der Chipmunk ist auch mit am Start. Grüße dich, Madvision, herzlich willkommen. Ja, ich hoffe, ihr seid natürlich munter und fit soweit. Jeweils runterschneit, brutal Maß. Also ist wirklich wieder heftig. Suiwon, einen wunderschönen guten Abend. Genauso an Pitcher, grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, einige heute am Start, definitiv nicht nur im Stream, sondern auch hier on track aus der Sicht der Fahrer. Aber ich würde sagen, ich spanne euch da gar nicht länger auf die Folter. Wir gucken uns den Trailer an, dem ist auch neu. Grüße gehen raus an Crick.8, einen der vier Partner und Sponsoren hier von Hove Sim Racing, an Albecra, das ist ein neuer Partner, neuer Sponsor. Ribiakri, vielen Dank. Ach Quatsch, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, grüße dich. Genauso an Greywolf, guten Morgen, mein Lieber. Schön, dass ihr da seid. Soapbox, die Waschstraße und natürlich an das Unternehmen Moldenhauer für ihr Zutun bei der Hove Sim Racing. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch da in Form des René Moldenhauer. Ne? Werd selber mit. Fingers crossed, viel Erfolg, viel Spaß. René Fischer, wunderschönen guten Abend, grüße. Also, viel Spaß mit dem Trailer. Und dann geht's relativ zeitnah auf den Server drauf.
Dieser Livestream wird euch präsentiert von Albeka, Living Food with History. Was soll ich denn da mit dem Döner machen? Soll ich mir den Döner ins Gesicht legen oder was, damit ich mehr Farbe krieg? So. Aki, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Also, wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Teilweise hängen sie ineinander mit den Fahrzeugen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Jetzt hab ich Bock auf Steak. Pascal Alex, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 33. Monat, mein Lieber. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey Turtle, grüß dich, moin. Abendchat und Bloody. Jetzt geht's aber los, oder? Turtle, willkommen zurück im 8. Danke dir für deinen T1 Resub, mein Lieber. Dankeschön, Thor. Wunderschönen guten Abend. Thomas Jans, grüß dich. Moin. Pascal Alex, ich hoffe, du bist munter. Also, lasst mich starten, weil es geht in 12 Minuten spätestens in die Qualifikation hinein. Und dass wir da auf jeden Fall mal kurz jeden Fahrer gesehen haben, oder? Thor, vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. Ja, da treibt jemand den Hype-Train gleich mal ein bisschen nach vorne. Vielen, vielen Dank. Michael Pirsheim, Entropy Racing im McLaren unterwegs. Philipp Groß ist mit am Start für Fortune Hunter Racing im Audi 8. Im Audi 8, Freunde. Also nicht mehr Lambo wie letzte Season, sondern Audi 8 wird hier gefahren. Sehr geil. Christopher Schmidt für Venari Racing im BMW M4. Chris Witt im AMG für PZ Motorsport. Mike Bugler für Venari Racing. Der Mike Bugler fährt für Venari Racing im Fefe. Wie geil ist das denn? Max Florenz im Aston Martin. Alexander Grote für Wippermann Racing im Honda NSX. Dann der Daniel Arning für die GSE Racing Truppe im McLaren. Robin Meyer für Madcap Racing im McLaren. Der Nick Husfeld für Monkey State. Husfeld fährt für Monkey State Racing? Okay. Nick Husfeld, also Monkey State Racing im Porsche unterwegs, Ricky Krebs für RPM Triebwerk im Fefe, Sven Molitor, Entropy Racing 2 im M4, Jonas Zeus im McLaren für Entropy Racing, Sandro Conradi für Wippermann Racing im Porsche, Moritz Bierzer ist auch wieder mit dabei, Projektivseetaucher im McLaren, Christina White für CDS Digital Motorsport im Fefe, Jens Alusar, Entropy Racing im McLaren, Markus Blumentrat für Skidmark Racing im McLaren, Tobias Martini vom Porsche gewechselt auf den Pfeffer, Martini Web Design Racing unterwegs, Vladiha, Rapid Racing im Aston Martin, Sebastian Brocke für Entropy Racing im McLaren, dann der Danny Anwand für Panther GT Racing im Pfeffer, Remo Kipfer im Pfeffer für Panther GT Racing, jawohl, auch die beiden haben gewechselt vom M4 auf den Ferrari, Alexander Rütz ist auch mit dabei für DLD Racing im Lambo, Peter Lindner für CDS Digital Motorsport im Fefe, René Tänzer, Venari Racing Ferrari Pilot, Gerd Binder im Fefe für B&B Racing, Philipp Thoma, Madcap Racing im McLaren, René Brey für CDS Digital im Porsche, Klaus Jäkel im Soapbox Racing McLaren unterwegs, Dominik Meyer für Purple Sector Racing bei GSE im M4. Dann der Fabio Wagner, Purple Sector Racing bei GSE im Porsche. Bastian Holter für DB3 Motorsports im Audi R8. André Schwarz für B&B Racing im AMG. Bobby Paceman für Hove im McLaren. Julian Krubica für DED Racing im Lambo. Michi Hirschi, hoffe mal, dass man den Namen so richtig ausspricht, dann in Österreicher Entropy Racing 2 im McLaren. Patrick Schröter, Hove Sim Racing im Pfeffer. Mika Finkbeiner, Purple Sector Racing bei GSE im Lambo. Matthias Wegel himself im Porsche für Hove Sim Racing. Alvin Bosian, Hove Sim Racing im AMG. Detlef Keep, Hove Sim Racing im Porsche. Jawohl, Benjamin King, Rove Racing im BMW M4 müsste das sein. Hören wir ganz kurz nach. Ja, das ist definitiv der M4. Dann der Jan Drexler für Skidmark Racing im M4 und Ingo Schmidt im AMG unterwegs. Also ergo, in Summe würden noch 5 Fahrer fehlen, aber ihr wisst selber, wie es ist, ne? Ganz kurzfristig mal abgesagt, krankheitsbedingt ausgefallen, alles easy. Also 45, das ist ein Haufen Holz, ne? Machen wir uns nichts vor. 45 Fahrzeuge auf Laguna Seca hier am heutigen Abend im Auftaktformat in der nächsten Saison für Hove Sim Racing. Das kann ordentlich knallen. Was finde ich angrillen? War am 1.1. Ach so, ja, genau, richtig, genau. Turtle, wie geht's dir?
Das kann interessant werden, ja. Aki, bist du munter? Leon, grüß dich. Ja, ja, das ist das, was ich meinte. Da stehen sie teilweise ineinander, weil die Box einfach zu klein ist. Helga, Helga, grüß dich. Morgen. Einen wunderschönen. Der ist gar nicht da heute, Leon. Der ist heute gar nicht da. Fleißig am Trainieren für nächste Woche Mittwoch. Freunde, vielen, vielen Dank für den Level 1 Hype-Train. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Christian Lautenbach ist nicht da, Leon. Was soll ich machen? Soll ich jetzt schnitzen oder was? Also, sehr gut. Wenn du weißt, warum, ist Wunderbärchen. Aber mir erst mal die Frage stellen. Besserung in dem Fall an Christian Lautenbach. Ja, also bitte nicht wundern, warum die Fahrzeuge stehen. Das ist im Hintergrund Briefing am Laufen. Bis auf das, man mich wieder versucht zu trollen. Alles wunderbar, Thomas. Danke der Nachfrage. Ferrari M4 hier vorne. Ja, genau. Ja, das ist der schwarze Ferrari M4, der da mitten drin steht, ja. Aber der Porsche McLaren ist auch nicht schlecht, ne? Der Polaren. Scheiße, Polaren. Nee, kannst du doch nicht bringen hier. Polaren. Oder... Da steht noch ein AMG mit dabei, ne? Der MCG ist es dann. Scheiße. Ja, teilweise ist es echt geil. Also teilweise hast du richtig coole Konstellationen, ne? So von, nicht nur vom optischen Guck her. Hat der. Was ist denn das Rote, was da verkehrt rum, was da richtig rum mehr oder weniger steht? Also potenziell. Das ist Philipp Groß. Warte mal. Hat der Räder? Ich hab's gewusst. Mein Augenlicht hat mich schon nicht getrübt. Philipp, du musst dir auf jeden Fall, wenn du, bevor du rausfahren willst, gell, lass dir das gute Rad gegeben sein, musst du auf jeden Fall noch Räder montieren lassen, Bub, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Das ist so geil, ey. Wo soll ich mir Räder draufstecken? Ja, weiß ich nicht. Ist da keine Antriebswelle, ja, Achsaufnahme? Ne, ist nichts da. Ist alles flöten gegangen. Okay. Gut, Spaß beiseite, wieder zurück zum Thema. Marius, irgendwas sah da komisch aus, ne? Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also, 45 Fahrer. Oh, scheiße, einen haben wir verloren. Einen haben wir verloren. Ich will ganz kurz mal nachkicken. Nee. Habe ich gar nicht mehr gelesen. Was hat Benny Witt geschrieben hier? Bing Bong, was hast du geschrieben? Wie geht's dir, mein Bub? Kampfzwergerl, grüß dich, moin. Also ist es nur ein Rejoin? Zwergerl? Okay. Passt. Erdinger, bist du munter? Ich habe aber auch gerade was gegessen, Pascal, Alex. Insofern bin ich bei euch. Magnus, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe, glaube ich, einen einzigen AMG dabei. Der ist schwarz-carbon. Entschuldigung, der ist schwarz-matt. Wem es gefällt, okay. Aber ansonsten alles easy. Ich glaube, das war der 5-9 dreistellige Startnummer, der Cut.
Herr Max, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Buschwoll, grüße dich. So, komm, machen wir mal ein paar bewegende Bilder. Julian Krubica ist rausgefahren, der DOD Racing Lambo-Fahrer. Roundabout noch 3 Minuten, dann geht's los in die Qualifikation. Ein Pflichtboxenstopp müssen sie machen während der Rennstand. 60 Minuten heute Abend in Laguna Seca im Auftakt. Sind da niedergeschrieben. Bisschen nachtanken. Du meinst wegen der Numberplate? Ja, alles gut, alles gut. Das kriegen wir schon gewuppt. Ey, der alte Cool, grüß dich. Ja, hoffentlich nicht, Air Max. Hoffentlich nicht, aber wenn, dann könnte sie potenziell machen. Und das in der ganz schnellen Frequenz, oder? Ah, mega, der Schweizer auch wieder mit am Start hier, der Remo Kipfer. Geil, Omar, ey. Ganz viele bekannte Gesichter mit dabei, stellenweise auch neue Fahrer mit am Start. Musste sich ja so ein bisschen mittels Ranking, also nicht einrenken, ne, das machst du beim Physiotherapeuten als Beispiel. Aber von dem her, Einteilung Split A und Split B, was ich mitbekommen habe, war das schon sehr, sehr geil. Mods, mal begrüß dich, Mirko. Oh ja, sei mir gegrüßt. Da. Eis ist empty. Kaffee ist noch hot. Ich bin startklar. Dominik Meyer. M4 mit der 78. Wie gesagt, einige neue Fahrer mit dabei, beziehungsweise vielleicht in anderen Formaten schon mal gesehen. Jetzt also bei Hovesim Racing mit vertreten. Du darfst immer wetten, Leon. Oh, leichter Quersteher. Das ist zum Glück noch Free Practice, alles easy. Ne, ich denke, T1 kriegen sie hin. Thomas, T1 kriegen sie hin. Erste Mal die Corkscrew könnte, glaube ich, ein bisschen interessant werden. Da neigt man ganz gerne mal, sich zu verschätzen, beziehungsweise ist enger Einfahrtswinkel absolut Banane, weil du das Auto doch sehr, sehr radikal umsetzen musst und da bin ich gespannt. Aber wir drücken die Daumen. Ups. 20 Grad Strecke, 15 Grad Außentemperatur. Es bleibt bewölkt. Aber wir gehen in die Quali rein. 20 Minuten, mehr gibt es nicht. Auch da eine Hotlap, eine freie Runde zu finden, wird die Herausforderung für alle sein. Was machst du denn? Ach, Leon, nee. Leon, du kannst mich nicht privat fragen, ob du eine Wette machen darfst, so ungefähr, und dann hier eine Abstimmung reinknallen. Das mach bitte nicht. Nee, nicht für die Kanalpunkte. Nein, nimm die Abstimmung bitte raus. Du hast mich gefragt, ob wir eine Wette machen können. Eine Wette ist für mich privat. Das ist doch eine Abstimmung. Das hat doch nichts mit einer Wette zu tun. Jetzt komm mir nicht um die Ecke und versuch mir zu erklären, wie mein scheiß Kanal funktioniert, Decken. Thorsti, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, kein Thema. Kein Thema. Alles gut. So,
So. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, 45. Ja, guck mal hier, die komprimieren schon, ne? Vor Start und Ziel. Wenn man das gewohnt ist, ist das kein Problem, ne? Wenn man das nicht gewohnt ist, dann muss man da auch so ein bisschen sich erstmal ja, dran gewöhnen, ne? Also für mich auch hier in der Broadcaster-Sichtweise. Ja, ihr seht ja, ganz viele White Flags sind da ausgegeben, teilweise sogar gelbe Flaggen, die da rausgegeben werden von den Streckenposten. Es kennt man auf jeden Fall daher, ja. Nee. Weil du Wette geschrieben hast, Leon, habe ich gedacht, das ist privat. Weißt du, ich musste. Hätte jetzt nicht. Nein, für so ein Blödsinn tun wir nicht die Kanalpunkte opfern der Community. Das machen wir nicht. Das ist Quatsch. Weil ich kann. Hängt auch damit zusammen, ich kann die Kanalpunkte von dem. Vom Erhalt, also was der Zuschauer. Wie viele Kanalpunkte der pro Stunde etc. Das kann ich nicht beeinflussen. Deswegen macht das keinen Sinn. Und ist absolut vergeudet und verschwendet. So, die ersten Zeiten sollten gleich eintreffen. Lindner sollte den Anfang machen. Ja. 23 Mitte. Apo. 22 Mitte, Michael Pirscher. Chris Witt, 22,457. Tick schneller gewesen wie jetzt Michael Pirschheim. Moritz Birzer P3, 22,552. Daniel Arning P4, 22,920. Matthias Weggel, 22,990 mit P5. Christina White, 23,065. P6. Mika Finkbeiner, 7. Jens Aluser auf 8 mit 23,105. Freunde, der war 5000 langsamer wie Mika Finkbeiner. Philipp Thoma, neuer Pole-Setter mit 22,260. Cristiano, mein Lieber, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Hammerfall-King, moinsen. Was? Ach, Serie A, genau. Ja, diese Kombination mit dem ganzen Englisch ist immer zum Kotzen. Ja, 21,760 für Max Florenz, Freunde. Aston Martin, der sieht noch richtig geil aus, ey. Das ist eines der Renari-Fahrzeuge. Rondo Max Florenz. 21,760. Christopher Schmidt, der zweite Renari-Pilot, direkt auf der 2. Mit 22,185. Jan Drexler, neuer Dritter. 22,247, der M4-Pilot, gefahren. Der Skidmark Racing M4 ist das in dem Fall. Philipp Thoma abgerutscht auf die 4. Robin Meyer, neuer Fünfter. Und der war letztes Mal auch nicht langsam, Freunde, in der letzten Saison. Bei der Hovesim Racing, Freunde, der McLaren-Pilot, der Robin Meyer, der ging auch ordentlich steil. Dominik Meyer auf P6, 22,452 gefahren, 5000 ist so schneller wie Chris Witt. Auf P7, mal kurz gewesen, Chris Witt ist neuer Zweiter mit 22,022. Genau, das ist der AMG mit der 586, den meine ich, der ist schwarz-matt. Wer es mag, kein Thema. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, aber kein Problem. Besser wie schwarz-matt Carbon. Max, mein Lieber, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ey, Robin, Gude. Ja, nee, aber wir haben die ja für die Abstimmungen, für die Umfragen im Kommitag nutzen wir die ja, weißt du, Xanster? Insofern, da sind die schon teilweise ganz hilfreich. Robin, mein Lieber, vielen, vielen Dank für dein Prime Sub. Wir kommen zurück im 27. Schön, dass du da bist. Danke dir. Kuss geht raus, Mann. Aber sowas von Snacks. Moin noch und dann ist schon wieder Wochenende. Ja, genau, richtig. Ja. Wieder von Anti-Witzen, versuch gleich. Nick Husfeld, neuer Polesetter, 21,562. Freunde, das ist richtig übel. Die 22er Zeiten gehen hin bis hin zu P31, dem Matthias Wecke. Die Top 31 unter 1,23. Da kenne ich aber auch einen, ne? Zählt Freitag zum Wochenende, wie ist eure Meinung dazu? Nee, erst ab Samstag. Mars, erst ab Samstag. Jetzt haben wir die Top 32. Vladi HP 42 mit 23,405. Freunde, fahrt in Laguna Seca mal 1,23 und schneller. Das ist übel.
Was ist weiß und steht auf der Wiese? Und schläft. Ganz einfach ein Schlaf. Ach, scheiße, nee. Posti, machst du schon wieder los? Danfe, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Philipp Thoma abgerutscht auf die 15. Zeitengleichheit P16, P17, Danny Anwand und Bobby Paceman. Hab leider erst jetzt einen Termin fertig, sonst würde ich auch fahren. Ah, alles gut, Thorsti, alles gut. Mach dir keinen Kopf. Ja, ich wollte kurz wissen, wie es dir geht, ja, aber kein Thema. Wenn du nicht gut drauf bist, alles gut. Es gibt so Abende oder so Tage. Mach dir keinen Kopf. Fabio Wagner P31. Zeitengleichheit zwischen P16 und P17 waren 1:22.280. Die ist auch immer noch zugegen. Danfe, wie geht's dir? Alter, ganz, ganz enge Kiste hier. Peter Lindner eine 22.320 gefahren. 8000stel langsamer wie Sven Molitor. Wäre für Peter Lindner P21. Jetzt ist Vladi H. vorne mit dabei, im vorderen Feld P23 für Vladi H. 22.365. Wie lange musst du dann heimfahren, Robin? Wenn's dumm läuft, Air Max, ja. Wenn's dumm läuft, ja. Ansonsten... Kein Thema, Thorsti. Mach dir trotzdem einen schönen Abend, gell? Hau rein, mein Lieber. Ja, kein Stress, Robin. Kein Stress. Jan Drexler. Paul Zetter 21.532. Nikosfeld ist gefahren. 21.562. Ja, gut. 30.000stel. Rapid, grüß dich, mein Lieber. Kevin, guten Morgen. Ey, brutal, Snacks. Brutal. Bei mir ist gerade alles weiß. Aber alles. Absolut alles. Speedy Moinsen. Robin Meyer P3. Dominik Meyer P4. Mike Bugler P5. Ja, kick mal einen an. Mike Bugler, 21.720 gesmashed. Chris Witt auf 6, Max Florenz 7, Christopher Schmidt P8, Alexander Grote auf der 9 gewesen, jetzt auf P10 durch den neuen Pole-Setter. Philipp Groß, Fortune Hunter Racing, also scheißegal, was der für einen Koffer pilotiert, Freunde. Philipp Groß kann auch mit dem Audi 8 schnell fahren. 21.512. Nee, sind sie auch nicht. Erdinger, sind sie auch nicht. Jan Drexler kommt über die Linie mit 21.062. Das ist das erste richtige Brett, was sie da vorgelatzt bekommen. Halbe Sekunde fast. Eine halbe Sekunde zwischen Polezeit und jetzt nur mehr P2 zu Philipp Groß. Christopher Schmidt auf 10. Benny Anwand P11. 3000stel Delta zwischen P12 und P13. Zeitengleichheit Remo Kipfer und Gerd Binder. 22.172 nach Komma. Zweitausendstel zwischen 18 und P19. Krass. Muss, wie die muss. Morgen ist Freitag. Dann kommt Happy Weekend. 5000stel, 38 und P39 zwischen Patrick Schröter und Bastian Holter. Okay, Basti Holter nach vorne auf die 40, 22.870. Susi, grüße dich, wunderschönen guten Abend. Susi, vielen, vielen Dank für deinen Prime Result. Willkommen zurück im 45. Monat. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Sandro Conradi, P34 mit 22.655. Ich glaube, ich bin noch nie 21er Zeiten, geschweige denn 22 tief gefahren in Laguna Seca. 21.065 ist Punktzeit. Kommen dann die Ergebnisse, ob ich wieder gesund bin und nochmal als durchmachen muss. Speedy, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es dem nicht so ist, ne? Dass es passt.
Benjamin King, P17 mit 22.140. Ja, Thomas mit der Verbesserung, der Philipp, P16, 22.137. Chris Witz übernimmt die 4 mit 21.602. Wenn der den Zahlendreher hinkriegt, gedanklich nach dem Komma, dann wäre Pole Setter. Oder beziehungsweise zieht mit Pole Setter dann gleich. Ingo Schmidt P20. Ricky Krebs P28 mit 22.325. Das ist so übel. Weil du siehst ja teilweise gar nicht das, was dir im Grunde fehlt, ne? So an. Also, ja doch, du siehst es schon, wenn du da irgendwie auf die Tab-Taste kommst, so ungefähr. Und siehst dann, was dein potenzieller Vordermann, der Konkurrent, da irgendwie an Pace gesetzt hat, ne? An Zeit gefahren. Erneute Zeitengleichheit. 22.365 für Vladi HP29 und Matthias Weggel mit P30. Von der Häufigkeit her meinst du Straßenbahn? Ja, also ich sag mal im Allgemeinen, es ist doch sehr, sehr stark gemischt. Wir haben relativ viele Fefes mit dabei. Also die Ferrari doch mehr vertreten wie der Mercedes, der AMG, aber auch viele Porsche mit dabei. Moritz Birzer, nur auf der 15. Herr Birzer, was ist da los? Hovesim Racing hat sich doch zu, ja, wie soll ich sagen, zu einem sehr, sehr starken und vor allen Dingen sehr, sehr schnellen Liga-Format entwickelt, ja. Aber gut, was soll ich, ich meine, ich brauch's euch ja nicht erzählen, ihr wisst ja selber. Wie oft ist es so, dass ein Robin Meyer stellenweise beim Community-Tag mit dabei ist, ein Nick Husfeld mit beim Community-Tag mitfährt, ja? Oder du einen Jan Drexler auch einmal siehst, ja? Oder ein Christopher Schmidt, wenn er die Zeit hat, mitfährt. Ein Mike Buchler ist beim letzten Mal mit dabei gewesen. Das sind halt einfach scheißschnelle Leute, ja? Oder ein Max Florenz, den hast du auch ab und an mal bei mir beim Kommi-Tag mit dabei, ja? Danny Anwand zum Beispiel. Das ist halt dann auch einfach keine Seltenheit. Aber genau das finde ich halt, so mega geil an der ganzen Nummer, ne? Dass du dir auch stellenweise einfach mal was abgucken kannst, ja? Oder dass du die auch mal ansprechen darfst, weil sie vielleicht im Voice dabei sind, ja? Und weil sie eben nicht hier mit, wie sagt man so schön, mit dem Nacker der Arsch ins Gesicht springen, weil du da prinzipiell die blutigste Anfängerfrage vor dem Herrn gestellt hast. Ich weiß aber nicht, inwieweit da unwesentlich viel langsamer im Split B gefahren wird, Michael. Ich glaube, so viel gibt sich das womöglich gar nicht. Auf der anderen Seite, Laguna Seca ist natürlich auch eine sehr, 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 sehr kurze Strecke. Wenn man reinweg die Rundenzeiten beachtet bzw. vergleicht mit anderen Strecken. Deswegen mal gucken. Also ich denke, dass hier wirklich das Thema Ankommen, vielleicht sogar die eine oder andere Strategie, Anpassung, Optimierung während der Rennsituation vielleicht sogar entscheidend sein kann. Susi, geht's dir ansonsten gut? Bist du munter? Fabio Wagner, P40 mit 22.682. 40. Das musst du dir auf die Zunge zergehen lassen. Patrick Schröter, Detlef Keep, 41 P42, trennen 2000stel, genauso wie 43 und 44. Michi Hilci auf der 44 mit 22.872. Warte nur auf den, was ist am 25.01. Susi, klär mich auf. Wenn es zu privat ist, bitte privat mir schreiben, dann ist alles gut. Wenn Molitor auf der 30, 22.312, jetzt P31, die Verbesserung für... Wo habe ich denn hier? Vladi H, P26 mit 22.235. Ja, ich denke, dass auch dementsprechend im Bereich des Split Bs, also sprich Serie B,
dass dort sehr viele Fahrer hier bei uns im Split A einfach sich so ein bisschen die Eindrücke holen, die Pace so ein bisschen versuchen einzunorden, damit sie dann wissen, was dementsprechend in der Woche drauf passiert, ne? Preußen, grüße dich, wunderschönen guten Abend. Road Rebel, sei mir gegrüßt. Finde ich aber auch cool, weil macht auch wirklich Sinn, ja, dass man einfach so ein bisschen versucht, den Bezug zu finden, die Referenzgröße zu haben, ne? Ey, das ist das Fahrerfelsloko. Das ist, Moritz Birzer ist ultra schnell, ja, aber auch der hat mit Sicherheit, ganz, ganz großer Sicherheit hier hart zu fighten. Guck mal, Mike Bugler ist abgerutscht auf die 10. Am 24. Stimmt. Stimmt, Mirko, du hast recht, ja. René Tänzer, P19. Einer der Venari-Piloten. 22.095. Nee, die NOS kommt später. Manuel, die NOS kommt deutlich später. Jetzt kommen erstmal die GT2. Und dann geht's weiter. Janis Zeus verbessert sich auf die 17. Hier, der ist letzte Saison, ist der vorne mitgefahren im Bereich der Top 5. Der Grieche, Janis Zeus. Jetzt ist der auf P18 mit 22.022. Der sitzt wahrscheinlich auch im Koffer drin, denkt sich, ey, leck, komm hier, Hans Ärmli, das kann nicht sein. Was ist da los? Welche Korken hier im Auspuff oder was? Irgendwas passt hier nicht, oder? Obi-Wan, vielen Dank für den Follow, willkommen zurück. Grüße, wunderschönen guten Abend. Philipp Groß, P2. Jan Drexler, 21.062. Die Polezeit wie in Beton gemeißelt. Die steht. Philipp Groß etwas verbessert. 21.5. Runter auf 21.315. Aber 2,5 Zehntel fehlen immer noch, oder? Max Florenz, P3. Nick Hussfeld, 4. Chris Witt auf 5. Robin Meyer, P6. Dominik Meyer, P7. Christopher Schmidt, P8. 5.000stel dahinter. Benjamin King, P9. 20.000stel dahinter. Mike Bugler, P10. 15.000stel hinter Moritz Birzer wäre P11. Michael Pirscham nur auf der 12. Und der Michael Pirscham, der hat die letzte Saison beendet, ich glaube, als zweiter oder dritter, was er war. Würde hier nach jetzigem Stand, was haben wir noch, die letzten 40 Sekunden verlaufen, von der 12. Position aus starten. Nee, das hat weniger was mit ACC zu tun, Zahnfee. So global würde ich das gar nicht sagen. Das hängt auch einfach mit den Fahrern zusammen mittlerweile, ne? Weil es wird generell sehr viel Zeit investiert. Ne? Dennis, grüß dich, moin. Wer ist, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, Dennis. Das hängt damit zusammen, das wird zum nächsten Rennen, wird das von den Admins noch umgebaut. Die haben die Numberplates in RaceHab nicht in der korrekten Farbgebung gemacht, deswegen sehen wir das nicht. Wer da in dieser Zweier bzw. in welcher Klasse unterwegs ist. Ja, es ist richtig. Insofern gut, dass du es ansprichst, Dennis. Die Hove Sim Racing ist in jeweils jedem Split in zwei Klassen unterwegs. Ne? Also hier im Split A reden wir von den Platin- und den Goldfahrern. Das sehen wir aber erst beim nächsten Mal dann. Das ist, wie gesagt, im Hintergrund leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass da die Zuteilung, die Zuweisung zu den Startnummern der Fahrerklasse dementsprechend da, ne, dass wir das erkennen können. Aber das ist nicht schlimm. Wir sprechen auf jeden Fall dann nachher mit dem Platin-Podium kurz in den Interviews und dann ist das kein Problem. Also, wer noch auf einer Hotlap ist, darf diese zu Ende fahren. Prinzipiell ist die Top 4 abgewunken worden, das heißt 21.065 bei Jan Drexler. Jetzt hat Chris Witt auch da das Thema abgebrochen. Ey, das ist übel, Christopher, ohne Scheiß, das ist richtig übel. Mega, Michael Pirscheim nach vorne auf die 4, 21.497. Jetzt hat's gepasst, das ist eher die Kragenweite, das Michael Pirscheim. Moritz Birzer. P12. Übel, ey. Übel. Die erste 22.0 haben wir ab P22. Die erste 23.1
haben wir mit P45, das ist letzter Platz mit Klaus Jäckel. Der ist 23-1 gefahren. Das darfst du doch keinem erzählen. 23, fahrt bitte mal 23-1 auf Laguna Seca. Pole-Setter. 21-995 P21 Danny Anwand. Ja, Christopher, du bist auf der 9, das ist korrekt, ja. Ich zeig's euch gleich in Ruhe mit dem Grid. Ich glaube, das wird heftig gleich. ...21 Grad Strecke, 16 Grad Außentemperatur. Vorbereitende Phase läuft. 5 Minuten, dann geht's los. Sehr eindrucksvoll. Sehr, sehr eindrucksvoll. Krieg die da im Leben nie alle drauf. Ich krieg die da im Leben nie alle drauf. Darkstyle, grüß dich, einen wunderschönen. So, warte mal, ich baue da ganz kurz mal hin. Ah, warte, stopp, bevor ich es vergesse. Ihr seht, ein Pflichtboxenstopp müssen sie machen. Das Thema stelle ich gleich noch ein. Dann haben wir es. Es gibt das Pit-Window von 20 Minuten. Ergo bei 60 Minuten. 40 Minuten verbleibende Rennzeit bis hin zu 20 Minuten verbleibende Rennzeit. In diesem Zeitraum ist dann dementsprechend die Boxengasse geöffnet. Für die Fahrermöglichkeit dementsprechend da diesen Pitstop, dieses Pflichtprogramm abzusitzen. So. Gridwalk. Pole-Setter. Jan Drexler, das ist das Auto von Skidmark Racing rechts. Philipp Groß P2, Max Florenz von der 3, Laguna Coupe, wunderschönen guten Abend, Grüße. P4, Michael Pierschein, P5 für Nick Husfeld. Auf der 6 daneben steht Chris Witt. Halbe Sekunde hinter Polzeit gewesen, also ein bisschen mehr. Robin Meyer P7, ihr seht's ja, ne? Die Zahl da in Rot über den Namen. Dominik Meyer P8, Christopher Schmidt mit 0,633 Sekunden langsamer wie Paul P9. Benjamin King auf 10, Mike Bugler auf der 11. Position. Daniel Hummel, ich grüße dich. Moin, mein Lieber. Mike Bugler P11, Moritz Pitzer P12, Mika Finkbeiner von der 13 aus. Da sind wir schon bei 7 Zehntel. Philipp Thoma auf der 14, P15 haben wir Ricky Krebs dann stehen. Jaya Busa, wunderschönen guten Abend, Grüße. P16 für René Brey. Der nächste Österreicher, Tobias Martini von der 17, René Tänzer von der 18. P19 für Peter Lindner. Dann gleich, jawohl, Daniel Arning steht daneben auf der 20. P21 für Danny Anwand. Flankiert vom Griechen von Janis Zeus auf der 22. Alexander Grotte auf der 23 unterwegs. Vladi HP 24 stehend. Eine Sekunde, 58 Tausendstel hinter Polzeit. Remo Kipfer P25, Gerd Binder daneben auf der 26 unterwegs. Ingo Schmidt startet von der 27, Christina White daneben auf P28. P29 für André Schwarz, Alvin Bussian daneben auf der 30. Sandro Conradi in der nächsten Startreihe, P31, Bobby Paceman auf der 32, Julian Krubica auf der 33 stehend. P34 für Sven Molitor. Dahinter Michi Hirschi. Der nächste Österreicher auf der 35. Flankiert von Jens Alusa. Das ist P36. P37 Matthias Weggel. Flankiert Markus Blumendrath. Von der 38 geht's wie in das Race. Alexander Rötz von 39. Sebastian Brocke daneben auf der 40 stehend. P41 haben wir Fabio Wagner. P42 für Patrick Schröter. Basti Holter von der 43, P44 Detlef Keep, P45 Klaus Jäckel. Wenn das nicht eindrucksvoll ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. 60 Minuten die Renndistanz. 20 Minuten nach Rennstart geht die Box auf. Bleibt dann für 20 Minuten geöffnet und dann geht die Pitlane auch wieder zu. Ich denke, das Wetter wird halten. Es ist zwar bewölkt, es wird auch bewölkt bleiben, aber Regen sollte es keinen geben. Ingo, mein Lieber, wunderschönen guten Abend, grüß dich.
Insofern, ich denke, dass die Anforderungen an den heutigen Abend an die Fahrer genügend ausreichend sein wird in Form dieses doch unglaublich, unglaublich großen Fahrerfeldes. Autos gehen runter, Motoren werden da schon gestartet. Es geht in roundabout 10, 15 Sekunden los. Geile Nummer. Ja, doch, soweit schon, Ingo. Soweit schon. Gucken wir mal, dass wir hier den Rennabend einigermaßen gewuppt kriegen, Mann. Das ist schon voll, ey. Das ist schon das, alter Verwalter. Ich hoffe ja, dass hier der ein oder andere von der SSG mit am Start ist. Weil die haben im nächsten Durchgang das gleiche Phänomen. Vanessa, wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Ach, der Chris hat sich umbenannt, der Chris Haya. Ah. Ja, aber das macht ja auch Sinn. ACC Hayabusa. Was habe ich vorhin gesagt? Hayabusa. Entschuldigung, Chris. Das tut mir leid. Ich hab ein C habe ich weggeklaut gedanklich und habe es vor das Haya gepackt. Meine Fresse. Aber danke dir für die Erklärung, Chris. Insofern kann ich dich jetzt direkt einordnen. Gedanklich. Passt. Schön, dass du da bist, Mann. Ich hoffe, du bist munter. The Rev grüße dich. Nee, ich finde Hayabusa scheiße, wenn ich jetzt weiß, dass der Chris Haya ist. Ja, deswegen sage ich ja, ne? Im besten Falle, wenn einer von der SSG noch da wäre, der wird sich das hier angucken. Ich glaube, da könnte man sich vielleicht die eine oder andere Geschichte für deren Briefing vielleicht abgucken. Aber schauen wir mal. Was? Chaya Busa auch eine Frankfurterin sein könnte? Ja, genau, MX. Mhm, richtig. Offenbarer, jawohl. Axel, bist du munter? Ey, mein lieber Visuals Axel, ich grüße dich. Alles fresh, The Ref? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dem Rennstart. Aber ich glaube, ich bin nicht alleine damit, oder? Jetzt sag bitte ja, einfach nur aus kollegialen Gründen oder weil wegen Baum, ja? Bitte. Robert, wann sehe ich dich eigentlich mal wieder fahren, mein Bub? Alex, grüß dich. Dankeschön. Wie ist es einer? Green Line, give it all you got. Fingers crossed, Freunde. Fingers crossed. Lasst euch Platz. Eine Scheißecke. Ja. Ja. So, ich muss einen Moment hier bei... Alter, die ganze Software hängt schon wieder. Ich kann wieder nichts machen. Ich hab voll den Freeze hier. Ja, ein bisschen Lackaustausch. Oh, da hinten hat es richtig böse Lackaustausch gegeben. Ihr seht die ganzen Ausrufezeichen hinter den Namen links im Tower. Das ist massivst am Lack geleckt. Und da gibt es den ersten Problem. Das erste Problem, das dürfte ein DoD-Racing-Fahrzeug gewesen sein, wie ich es richtig erkannt habe. Wie gesagt, ich kann... Oh, da dreht sich der nächste raus. Da der McLaren und der... PSR Porsche. Hinten dran auf der rechten Seite ist ein Ferrari noch. Das ist ein Vinari Racing Ferrari. Das ist Renitenza gewesen. Den hat es da auch mitgewickelt. Julian Krupika, das ist der DoD Lambo gewesen, den es da wahrscheinlich gewickelt hat. Zurückgefallen auf die 39. Position. Erneut gelb für Alexander Krote im Bereich der Corkscrew, der Korkenzieher-Schikane, wie das Thema auf Deutsch heißt.
Aber das ist genauso der geile Vergleich wie Polizei zu Co-ops. Das klingt einfach tausendmal geiler. Deswegen, Englisch ist gar nicht mal so verkehrt. Und wenn man einmal verstanden hat, warum, weshalb, wieso, dann ist es auch relativ simpel nachzuvollziehen. Also, auf der 1 Jan Drexler, Philipp Groß P2, Max Florenz P3, Michael Pirchheim 4, Chris Witt auf 5, Robin Meyer P6, Nick Husfeld auf 7, Moritz Pirzer auf der 8, Dominik Meyer auf 9, Christopher Schmidt auf der 10. Ich habe nur Staub, Dirt, Dust, Scheißdreck und querstehende Autos gesehen. Ich habe da nicht mal mehr einen Rejoin erkannt, mein lieber Ref. Mit dem McLaren oder was meint ihr? Ja, das könnte sein. Wie gesagt, ich habe es nur im Augenwinkel so schemenhaft wahrgenommen. Christina White vorbei und Vladia. Wechsel um die 22. Wir müssen denen auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen 2-3 Runden Zeit geben. Die werden sich jetzt erstmal eingrooven. So ein bisschen ausloten. Wer ist denn vor mir? Wer ist hinter mir? Wo ist man eventuell einen Tick schneller? Wo hat man die Möglichkeit? Laguna Seca ist nicht in jeder zweiten, dritten, vierten Ecke möglich zu überholen, reinzuziehen. Reinzustechen oder dergleichen, sondern du musst viel, viel Geduld mitbringen. Du musst vielleicht sogar das taktische Verständnis damit bringen. Da geht man sehr weit seitens Sandro Conradi und Janus Zeus dahinter. Was haben wir hier jetzt? Sven Molitor, Jens Alusa und Janus Zeus, das sind alles die Teamkollegen für Entropy Racing. Die jetzt hier den Sven Molitor da so ein bisschen bearbeiten. Gedanklich 22,300. Fastest Slap. Gefahren vom Leader, von Jan Drexler. Molitor, Conradi, ein bisschen Lackaustausch gehabt. In der Box unterwegs ist Michi Hirschi und Fabio Wagner. Die haben nicht mal mehr die erste Runde bis dato geschafft. Beziehungsweise haben die erste Runde dann über die Box beendet. Problem an der Sache, Boxenstopp, Pflichtprogramm. Oh Christian, danke, danke schön, mein Lieber. Gute Besserung dir, gell? Wir haben es vom Leon gelesen und erfahren. Christian Lautenbach hat uns da jetzt ein Bild ins Discord reingestellt. Wie er den Stream offen hat. Liebe Grüße an dich, Christian. Und alles, alles Gute. Bergab im Tipper. Also hier auf Laguna Seca, Leon heißt diese Bergab-Schikane ist die Corkscrew. Auf Deutsch die Korkenzieher-Schikane. Heißt wirklich so. Schönes Bild. Schönes Bild. Detlef Kep, dann Matthias Wegel und dann Alvin Dusian. Das Dreierhof ist im Racing-Gespann. Unter sich Sebastian Brocke. Auf der 28, Christian und ich dafür. Ich danke dir. Vladiha auf der 20. Ricky Krebs wurde da von Christina White und Vladiha überholt. Krebs zurückgefallen auf die 21 vor Daniel Arning. Direkt dahinter ist Ingo Schmidt im 17er AMG unterwegs. Lackaustausch, Mika Finkbeiner, Mike Bugler ging da vorbei. Der 296er Ferrari aus dem Venari Hause. P12 jetzt für Mike Bugler. Ja, von an der Spitze. Philipp Thoma hat sich vorbeigepresst, jetzt auch an Mika Finkbeiner. Sag mal, das ist doch unser Action-Mika, oder? Der Mika Finkbeiner. Bin nur ein Tipp. René Preis dahinter. Im Porsche. DTV Racing, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für den Follow. Grüße dich. Gerd Binder im Zweikampf gegen Danny Anwand. Alles gut, Helmer Volking. Alles gut, mach in Ruhe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Philipp Groß ist momentan auf der 10 unterwegs. Auto sieht im ersten Moment relativ gesund aus. Heckpartie. Without problems. Marius, bist du noch da? Weißt du, was mit Philipp passiert ist? War der da irgendwo im Sandwich eingeklemmt womöglich? Das nächste Mal ist gut, mein Lieber. Hau rein. Bist du Moier? Okay, auf der 28. Marius weiß auch nicht. Okay, okay. Er war jetzt so der erste Gedanke von mir.
Klaus Jäckel P33 hinter Alvin Busjan. Der hat vom 45. Position gestartet, der Klaus Jäckel. Also der hat richtig, richtig Meter machen können, beziehungsweise einiges an Positionen zugespielt bekommen. Markus Blumendraht hinter Patrick Schröter. Schröter hat einen Frontschaden am Auto. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Schaut euch an, Großformat, genau. Wird, wird im Winter. FIFA also mit einem leichten Aero-Nachteil gegenüber Markus Blumendraht dahinter McLaren. Aber vorbeifahren muss er es trotzdem alleine schaffen, oder, der Markus? René Tänzer hinter André Schwarz. Gelbe Flaggen für Matthias Weckel und das ist Corkscrew. Kriegt nicht ins Bild, jetzt hat. Das ist die Corkscrew. Ja, immer unsafe rejoin. Extrem. Viel Zeit verloren für Matthias Weckel. P42, jetzt kann er die Reise erst wieder fortsetzen. Zurückgefallen hinter Alexander Grote. Herr Carbord, grüß dich. Was? Der Wechsel ist vollzogen. Welcher Wechsel? Robin Meyer ist auf der 4. Chris Witt jetzt auf 5. Ja. Moritz Blitzer P6. Vorbei an Nick Husfeld. Dami, grüß dich. Vielen Dank für den Follow. Moin. Ach so, den Wechsel meinst du? Ah, ja klar, Hermer Volking, ja klar, HFK-Bot. Ne, ist logisch. Okay, habe ich verstanden, ja. Dankeschön, willkommen zurück. Ja, wie gesagt, vorhin habe ich ja kurz ein, zwei Sätze zu Robin Meyer gesagt, ne? Also, rein nach dem Motto, stoppen kann jetzt nur ein Begrenzungsfall, Dingling. Das hat er letzte Season wirklich exzellent, par excellence zelebriert, ne, der Robin Meyer. Ohne Wurstblinker wohlgemerkt. So, Christina Weitz hinter Gerd Binder. Die beiden Fefestar. Bei Kampf um P18. .23.0 Binder, .22.8 Christina White, Jonas Zeus. Auch im Zweikampf gegen den Schweizer, gegen Remo Kipfer. .23.2 für Kipfer, .23.3 für Zeus. The Great W, wunderschönen guten Abend, Grüße. Jan macht heute mal hier, ne, richtig Meter. Der Jan Drexler geht mal richtig steil. Hat 4,4 Sekunden Vorsprung vor einem Max Florenz. Ein Max Florenz. Ja, frei nach dem Motto, dem kannst du auch einen Bobby-Counter und Bobby setzen. Der fährt dir damit trotzdem, ne? Die 360 par excellence. Ja, entspannt glaube ich nicht unbedingt, aber er ist eher in der Vorteilssituation, dass er so ein bisschen verwalten könnte. Aber auch die müssen natürlich, ne, 60 Minuten überleben. Alexander Grote in Problemen. Das ist der Honda NSX. Frontschaden auch hier zu sehen. Ne, Spaltmaße. Oh, geht einigermaßen. Vibrieren tut sie trotzdem, die Motorhaube. Aber nur eine Portion, oder, Maas? Aber der hält sich wacker, der Patrick Schröter hier vor dem Markus Blumendraht, ne? 24-1 Schröter, 24-3 Blumendraht. Na, guck mal einen an, trotz Aero-Schaden. Sebastian Brock hier vorbei an Sven Molitor. Gut, teamintern. Kann man machen. Freunde, tut mir einen Gefallen, es ist unheimlich viel los, auch hier im Chat. Also ihr seid gar nicht mal so wenig da draußen gerade. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, wo jemand hin ist, ne? Startnummer hast du nicht gesehen, macht @2BTV vorne dran. Tut mich wirklich vertecken, dann wird die Nachricht hervorgehoben. Ich sehe die leichter. Das hilft mir ungemein. Ja, zumal ihr wisst, oder die meisten von euch, ich habe 6 Monitore vor der Nase. Auf einem hingegen läuft nur der Chat. Deswegen kann es sein, dass ich euch einen kleinen Moment übersehe, womöglich. René Brey fällt zurück auf P17. Also, der Alexander Rütz. Hammer voll, gib mir eine Sekunde. Suche ich da raus. Alexander Rütz hier im Bild, P35, der DOD Racing Lambo-Fahrer, hinter seinem Teamkollegen, hinter Julian Krubica. Da sind sie aktuell unterwegs. Waren zwei Burger mit Doppel
Patty mit Käse, zwei Portionen Pommes, weil meine Frau keine essen wollte. Achso, okay. Ich habe gedacht, das war der Anfang von einem Witzmaß. Waren zwei Burger mit Doppelkäse unterwegs, trafen zwei Portionen Pommes und haben sich erstmal mit Mayo vereint. Nee, scheiße, Spaß beiseite. Komm, ihr wisst, was ich meine. Im Rick sitzen, keine Schmerzen haben und Stream schauen ist besser. Wieso Schmerzen haben, Zahnfee? Was los? Jetzt kommen wir nicht um die Ecke von wegen, ich hab Zahnschmerzen. Würde ich dir nicht glauben. Darkseid, mach's gut, mein Lieber. Komm gut zu liegen. Bei dir ist ja morgen um 4 wieder die Nacht vorbei, ne? Alles easy. In der Box unterwegs. Jens Alusa. 8 Minuten noch. Erst dann geht die Box regulär auf. Auch René Tänzer ist in der Box. Der Denari Racing Ferrari. White immer noch hinter. Ja, Pinder, das ist der Fehler von Christina White. Da ist sie viel zu hart über den Sausage drüber geballert, drüber gesmashed und wurde erstmal dezent ausgehebelt. Also das Fahrzeug von ihr fällt zurück auf P23 hinter Vladi H., Ricky Krebs, Daniel Arne, Ingo Schmidt und dann erst Christina White. Ist der Bing Bong, bist du noch da? Benny, bist du noch da? Nee, oder? Echt jetzt? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ach, sowas ist immer total ätzend, ey. Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Position ist am entspanntesten. Ja, glaub ich dir. Glaub ich dir. Hab sogar drin schon geschlafen, um etwas Schlaf zu bekommen. Okay. Toi, 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 Mann. Wie ist aktueller Behandlungsstand, Zahnfee? Probiert man es erstmal durch Ruhe gönnen oder geht es da wirklich irgendwo Richtung MRT dann weiter? Philipp Groß immer noch auf der 10. Hat hier ein großartiges Battle mit Christopher Schmidt oder gegen Christopher Schmidt. Hinten auf 15 muss die Fenton gegen Danny Anwand. Ja, jetzt sind wir genau bei dem Problem oder bei dem Thema. Du kommst hier nicht mal eben einfach so weit vorbei, direkt vorbei oder instant vorbei. Laguna Seca White hat es jetzt geschafft, an Jonas Zeus vorbeizugehen. Beziehungsweise konnte ihn abwehren. Basti Holter P32 auch hinter ihm. Ist richtig Trubel. Tobias Martini und Julian Krubica mit von der Partie. Alexander Rütz, der Teamkollege von Krubica, ist auch nicht so weit weg. Genauso wie Markus Blum mit Rad mit P36. Morgen bekommst du die Ergebnisse. MRT hast du schon gehabt. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Fingers crossed, Zampi. Fingers crossed. Also, Tänzer hat abgestellt. Das sieht nicht gut aus. Jetzt, dass ich denke, dass René Tänzer da die Weiterfahrt fortsetzen wird. Wie macht die Motorhaube hier am AMG mit der Startnummer 888? André Schwarz am Steuer. Macht die Motorhaube. Am AMG. Üble Nummer. Fehler von Robin. Robin Meyer ist trotzdem auf der 5 unterwegs. Also alles gut. 1,6 Sekunden hat er da bis dato verloren. Haken dran. Da nur ein Match. Aber Moritz Pitzer. Dicht daran gespült worden durch den Fehler des Robin Meyer. Rexler. 8 Sekunden, Freunde. Der ist 8 Sekunden da vorne weg. Was hat der Jan heute Morgen wieder gefrühstückt, ey? Mega. Da ist mir etwas weit gegangen bei Peter Lindner, Vladi H. P19, Mike Bugler, Philipp Groß vorbei. Der Audi 8 jetzt vorbei an Mike Bugler. Beziehungsweise ist Benjamin King jetzt auf der 10 und nicht mehr mehr Philipp Groß. Und du musst so hart am Limit fahren in Laguna Seca. Jede Ecke muss gefühlt jeder Millimeter passen. Naja, sagen wir mal Zentimeter passen auf jeden Fall.
Ich glaube, eine Jagdwurst langt nicht, Susi. Das langt nicht. Das muss schon ein bisschen mehr gewesen sein. Bisschen mehr Bums. Wir fahren ein paar Meter mit bei Markus Blum mit Rad on Board, hier mit McLaren. Ach, Daniel Arning in Problemen. Da hat's geknallt. Zwischen Ingo Schmidt und Daniel Arning. Fox Crew. Ja. Da gab's den Treffer auf die Hinterhand. Und der Traktionsverlust am McLaren rund um Daniel Arning fällt zurück auf die 34 jetzt. Es geht auch noch Tobias Martini an ihm vorbei. Also der wird mal richtig krawattiert sein, der Daniel Arning. Jetzt hier gleich mal den Konter. Naja, gut. Wo rohe Kräfte walten, sind die Kurven demnach manchmal doch etwas zu eng. Nee, so macht man es nicht, das ist richtig. Man kann sich mal verschätzen, ja. Aber ist dann dementsprechend immer so eine Frage auch, ne? Wie untereinander über, beziehungsweise auf der Strecke, wie untereinander so ein bisschen kommuniziert mit wird, wie man sich verhält und so. Also es gibt da schon Mittel und Wege, direkt seinen Fehler da einzugestehen als solches, ne? Ich sage immer mal ganz salopp, wir wissen ja selber, wie es ist, ne? Erstes Rennen, man kommt aus der Winterpause, aus der Sommerpause etc. Man ist sehr, sehr hyped. Adrenalin ist hoch. Endorphinausschüttung. Wunderbar, solche Nippel. Hast Bock? Von mir bis nach Meppen Süd. Da gehst du halt mal schon manchmal so ein bisschen härter ins Gericht. Kann sein. Rubika. Auf der 30, Klaus Jäckl, 31. Cypress, grüß dich, moin. Gelbe Flaggen für André Schwarz. Das ist der letzte Sektor. Es geht nach vorne in Richtung Boxengasseneinfahrt. Dieser einfach rechts, ja, biegt auch jetzt ab. Kommt in die Box reingefahren, der André Schwarz. 1:15 noch, dann geht die Box auf. Nee, ich habe nicht gesagt, dass meine Nippel hart sind. Ich habe gesagt, das ist immer so ein Thema, ne? Saisonauftakt und so. Alle so ein bisschen OP in der Birne. Haben richtig Bock und dann, ne? Geht man vielleicht auch stellenweise ein bisschen härter rein in die Geschichte. Dominik, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen, Mann. Nee, Huff, nein. Ich hab dann immer so ganz komische Bilder im Kopf, Susi, bitte, lass uns das nicht vertiefen. Wenn du irgendwann die Geräuschkulisse hast, wie wenn jemand auf dem Einser im Schwimmbad steht, weißt du, und dann abspringt. Und genau dieses Geräusch, was das Brett danach macht. Alter, lassen wir das Thema. Bitte, hör auf jetzt. Komm, ist gut. Auf geht's, Philipp. Komm, Attacke. Benjamin King fährt 22,5, aber auch Philipp Groß genauso schnell. Nee, lass nicht über... Nein, hör auf. Weißt du, spricht der mit Broken Food da schön auf einem, weiß ich nicht, 65er vom 65er hängt und hier den Stream genießt, Mann. Joda, wunderschönen guten Abend. Grüße. Peter Lenzner hinter René Brey. Ja, aber der hat ihn im Buch verschlossen mit einem silbernen Knopf, oder? Der Mars, das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Bei mir ist der Bums alles open und broken, weißt du, wie ich meine? Auf geht's, Peter. Komm, 23,8, das würde reichen. René Brey ist mit 24,3 gehämmert. Deutlich später gebremst. Ja, ganz andere Linie auch dementsprechend im Umsetzmomentum durch die Corkscrew gehabt hier bei Peter Lindner gesehen. Joda, wie geht's dir? Sebastian Brocke. Und die ersten Stops gehen los, Freunde. Die ersten Stops. Die Boxengasse ist offen. Die Undercuts gehen los und werden versucht. Von Philipp Groß, von Ricky Krebs, von Yannis Zeus. Don Muerte, ich wuhl. Langsam. Alter, was?
Da wollte ja gerade gar nichts mehr rauskommen. Habt ihr gehört? Supergeil. Don Muerte, wunderschönen guten Abend. Sei mir gegrüßt. Das sollte eigentlich rauskommen mit der Danksagung an René Fischer. Vielen, vielen Dank, mein lieber René, für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 8. Kuss geht raus. Dankeschön. PR, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Jawohl, Don Muerte, das geben wir weiter. Don Muerte. Warum muss ich da immer an so einen Fisch denken? Don Muerte. Muerte. War Muerte nicht irgendwie der Name von so einem komischen Aal? Was weiß ich, ey. Muerte, wie geht's dir? Hey, Scratchy, einen wunderschönen. Ich habe heute wieder ganz komische Dinge in der Birne. Detlef geht vorbeigepresst an Philipp Groß. Ein bisschen Lackaustausch, Hansi Hand. Der Bubs. Basti Holter auch hier. Die 28, Alex Rütz, 29. Dann Arning auf der 30. An sich? An sich klingt so halbwegs. Was macht Thoma und Meier? Ach Gott, ey. Warte, gib mir einen Moment. Basti Holter, Alex Rütz. Oh, die haben richtig Pace verloren gerade. Wen machst du? Wen meinst du? Thoma und Meier. Jetzt muss ich nur gucken, wen du da meinst. Bin ich bei dir, Pionier. PR, bin ich bei dir. Thoma ist hier im Bild, auf der 11, der Philipp Thoma. Meier mit EI, okay, alles klar, das wollte ich wissen, Thomas, das wollte ich wissen. Meier mit EI. Oben im Himmel flog ein Geier, von unten sah man seine Turnschuh. Dominik Meier ist auf P7, aber das ist nicht das Ding, was du meinst. Du meinst den Kollegen Meier mit EI. Wo ist denn der Kollege Meier mit EI? Alter, ich sehe vor lauter Namen und Zahlen schon gar nichts mehr. Thoma auf 11. Meier mit EI. Da ist er, Robin Meier, P23. Aber Boxenstopp bereinigt. Nee, das habe ich nicht gesagt, Zahnfee. Tobias Martini, P29. Was ist denn beim Philipp Groß? Alvin Bussia mit Problemen. Oh, das ist eine ganz Kackstelle. Ja, und jetzt bau hier mal Pace auf, Freunde. Jetzt bau hier mal Pace auf. Sehe ich dann Heckschaden? Nee. Doch. Achtet mal auf die Stoßstange hinten rechts unterm Rücklicht. Alvin, pass auf, du hast einen Diffuserschaden hinten am Heck. Aufhängungsschaden hinten rechts, beziehungsweise massiver Aeroschaden Hinterachse bei Alvin Bussian. Big up, Alvin. Ja, besser ist das. Scheiße, da hat's richtig geknallt. Oder der ist richtig, richtig derb eingeschlagen, der Alvin Bussian mit dem AMG. André Schwarz ist auch in der Box, der hat auch abgestellt. André Schwarz ist es wahrscheinlich einfach too much. Ich kann es verstehen, wie gesagt, das ist kein Zuckerschlecken, 43 Fahrzeuge hier über Laguna Seca. Das ist anders wild. SG30 für die 72. Oh, Helder, jetzt muss ich gucken, wer die 72 hat. Danke für die Info. SG30. War das Speeding in the Pits das Problem? Hier, das ist Jens Alusa, die 72. Basti Holter ist auch drin gewesen. Bastian Holter kommt zurück an P34, Justamente. Arning hinter Detlef Kep. Okay, also SG30 war so ein bisschen Speeding in the Pits. Da ging Sebastian Brocke vorbei, gesmashed an Ingo Schmidt. Mika Finkbeiner auf 11, hat sich da vorbeigearbeitet, scheinbar an Chris Witz. Schwarze AMG jetzt auf der 12. Drexler fährt momentan 22,4, hat aber auch die schnellste Rennrunde inne mit 21 noch ein paar kaputte. Was ist die? Türkisch. Entschuldigung, türkisch. Ja, logisch, Michael, definitiv. Boxenausfahrt hier in Laguna Seca sollte man das ein oder andere mal trainiert haben. Ansonsten geht's da straight away direkt durchs Kiesbett. Das ist korrekt. Die gelben Flaggen draußen für Remo Kipfer wegen der Boxenausfahrt. Das ist diese Boxenausfahrt. Ne? Das ist so eng hier rum.
Auch Tobias Martini kommt zurück auf die Strecke. Bobby Paceman auf der 42, Fabio Wagner 41, Michi Hirschi auf der 40. Wir gehen es gleich, wenn Halbzeit ist, gehen wir es mal durch. Ich denke, dass die meisten Boxenstops dann absolviert sind. Max Florenz kommt auch zurück nach seinem Pflichtprogramm. Was hast du gesagt? Ich bin da jetzt nicht drauf eingestiegen, Michael, aber die Erläuterung ist geil. Nicht türkisch, sonst hätte ich ja Boxen nicht fit gesagt. Ja, okay, alles klar, richtig, ja, genau, genau, ja, ja. Oh, meine Fresse, ja. Cool, wenn die Kumpels von mir fluchen, weißt du, das ist mein Heidram der Arkadasch. Ich verstehe dir mal Aktentasch. Nee, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Ganz easy, ganz tief entspannt. Mike Bugler im Zweikampf hinter Benjamin King und da geht er weit. Der Audi 8 Pilot und der hat das Ding noch fast abgefangen, ja? Der Basti Holter war das gewesen. Hör auf jetzt, Michael, hör auf. Komm hier in die absolut brutalsten Schwulitäten vor dem Herrn. So, Michael Pierscheim abgebogen in die Boxengasse. Das heißt, es gibt den P-Wechsel um P2 für Moritz Bierzer. Nick Husfeld auf 3, Dominik Meyer P4, Christopher Schmidt übernimmt die 5. Benjamin King P6, Mike Bugler P7. Und für den freut es mich richtig, ohne Witz. Mike Bugler, das ist unser Kollege Nightmare im Twitch. Nightmare 2K40, glaube ich, hat er. Geile Nummer. Richtig gut. Philipp Thoma P8, Chris Witt 9, Mika Fink bei einer P10, Danny Anwand 11, Gerd Binder auf 12, Vladi H. auf der 13. Rapid, bist du noch da, Kevin? Ist der Vladi der einzige Fahrer, der von Rapid Racing hier bei Hoover an den Start geht, oder was? Digga, klär mich mal kurz auf, bitte. Max Florenz 14., Michael Pirchheim 15., Sebastian Brocke dahinter P16, Ingo Schmidt 17., Christina White 18, Robin Meyer 19, Julian Krubik P20, Philipp Groß 21, René Breit 22, Alexander Rütz 23, Peter Lindner 24. Ricky Krebs 25, Jonas Zeus 26, in der Box Detlef Kepp, Daniel Arning, Matthias Wickel, Remo Kipfer übernimmt somit P27, Sven Molitor 28, Sandro Conradi 29. Aber alle 45 Autos noch auf dem Server drauf. Ne? Also zwei abgestellt in der Box, das ist okay. Bisschen schon, das immer, wo gehobelt wird, wie so schön heißt. Basti Volt heute erneut auf Abwägen im 12er Audi. Okay. Ja, das wollte ich wissen, Laguna, das wollte ich wissen. Ob der Vladi Hader eventuell seitens von RR dann noch die ein oder andere Unterstützung bekommt, gedanklich. Was macht der? Der ist in iRacing. Ah, okay, alles klar. Das heißt, der hat mir den Snacks mitgenommen, ja? Snacks ist ja unterwegs. Der ist ja gar nicht da. Nein! Quatsch! Nicht für so kurze Liga-Formate, Maas. Für so kurze Liga-Formate gibt es kein Pitwall. Im Regelfall. Die Pitwall sitzt vorm Mikrofon so ungefähr. Ja, der Basti Holter, der muss jetzt echt aufpassen. Letzte Runde 27,9, das ist viel zu langsam. Dass das Auto nicht da final womöglich verliert. Hier ging es vorbei für Ricky Krebs und Flavian. Da haben wir aber mehr nach außen, nach vorbei winken, weil 5 Sekunden auf Pace. Aus Sicht des Flavian. Michael Pirchheim mit Pro. Was? Pirchheim verliert den Koffer? Ey, Michael, was ist da los? Was machst du? Ja, Vladi, ich, bin da so ein bisschen zu hart über den Körper wahrscheinlich drüber gesmashed. Okay, alles klar. Bugler, immer noch hinter King. Dirk, grüße dich, wunderschönen guten Abend. Wo gehovelt wird, fallen Späne. Geiler Spruch, Dirk. Geiler Spruch. Wo gehovelt wird, fallen Späne. Jawohl. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach nicht die Strecke des Max Florenz, ne? Chris, kann ja auch sein.
Auf der anderen Seite, Max Florenz ist momentan bestplatzierter Boxenstopp-bereinigter Fahrer auf P12, ne? Und wie es so schön heißt, bekanntlich am Ende wird abgerechnet. Idi Sauer, grüß dich, moin. Das kommt auch noch dazu, richtig. Der Aston ist nicht unbedingt prädestiniert hier auf Laguna Seca. Da gibt es in Anführungszeichen schönere Varianten. Oh! Riesenquersteher von Robin Meyer, aber keine Möglichkeit für den Moment, Joe White vorbeizugehen. Ach, Robin Meyer ist an der Christina vorbei. Okay, okay. Brocke jetzt in der Box, so wie Philipp Thomas. Knappe 8 Minuten ist die Box noch offen. Ne? Dann ist das Thema durch. Wer da nicht drin war, schaut in die Röhre. Alex Grote ist auch drin. Boah, das läuft ja heute überhaupt nicht für Jens Alusa. Der war schon dreimal in der Box gewesen, Freunde. Dreimal Boxenaufenthalt kurz für Jens Alusa. Roma musste zurücksetzen in der Box, weil er seinen Platz nicht gesehen hat. Boah, ist das scheiße, ja. Oh, warte mal, ich glaube, jetzt haben wir einen Fahrer verloren, ja. Aber okay, das war einer der beiden, die abgestellt haben. Das ist okay. Christopher Schmidt ist drin, Chris Witt ist drin und Mika Finkbeiner. Ganz enge Nummer hier. Ganz leicht touchiert. Die Heckpartie des AMG pilotiert von Chris Witt. Aus Sicht des Mika Finkbeiner. Freunde, der ist 20 Sekunden weg. Jan Drexler hat Ober-P2, dem Moritz Birzer 20 Sekunden Vorsprung. Ja, Moritz Birzer war nicht seit Anbeginn Zweiter, aber das ist trotzdem erstmal eine sehr, sehr tolle Ausgangssituation für Jan Drexler. Die müssen keine Räder wechseln, ne? Das ist freiwillig, das ist optional. Die müssen nur ein bisschen nachtanken. Im besten Falle immer Empfehlung seitens auch von Hove, mindestens 3 Liter, damit es nicht eventuell doch unglücklicherweise zu dem Tankback kommt. Supergeil. Habt ihr euch jetzt echt in der Boxenausfahrt die Karre kaputt gefahren? Also über die Box ist überholt worden. Unglücklich, ey. Also jetzt hat Chris Witt den Mika Finkbeiner aber volles Brett mit erwischt, weil der ist rechts ein Stück aufs Kiesbett gekommen, ne? Also der ist viel zu optimistisch aus der Box da rausgeknallt. Und der hat auf der rechten Seite beim Boxenausgangsmomentum hat er auch die Linie überfahren, ne? So ein bisschen, also beziehungsweise befahren. Wieso hat Witt eine DT? Ja, super, da steht er. Also das war es wahrscheinlich gedanklich. Das Rennen kann er, glaube ich, haken. Wenn der jetzt auch noch eine DT hat, dann ist das Thema durch. Was ist mit Mika Finkbeiner? Gucken wir ganz kurz mal auf die Scheiße. Diffuserschaden bei Finkbeiner am Auto. Ja, das ist natürlich super geil. Das sind die Momente, das brauchst du wie sonst was, Freunde. Auf der Mika Finkbeiner weiß, dass Gerd Binder in Problemen. Software hängt gerade, sorry, da Gerd Binder nicht in Probleme. Das ist eine Boxenausfahrt bei Gerd Binder. Daher auch dort mal kurz die gelben Flaggen draußen. Drexler ist drin, genauso wie Dominik Meyer.
Das heißt, an der Spitze unterwegs Moritz Birza. Knappe 4 Minuten hat er noch. Nick Husfeld P2, Benjamin King auf 3. Wo ist der Max? Guck mal hier, bis der nach vorne spielt. Undercard-Formate funktionieren. Bestplatziert ist Max Florenz aktuell. Drexler darf auch schon wieder rausfahren. Wo ist Max Florenz? Da rechts. Nein, das ist Robin Meyer rechts. Das ist Robin Meyer. Boah, geil. Geile Nummer. Also Jan Drexler auf der 7 sortiert er sich wieder ein. Max Florenz ist viel weiter vorne. Da ist ein Bild. Jan Drexler war er. Der hat einen Radsatz gewechselt. Jan Drexler hat 31,9 Sekunden gestanden. Alle anderen rund um ihn herum haben nie Räder gewechselt. Die haben nur nachgetankt. Deswegen hat er so viel verloren, Erdinger. Deswegen hat er so viel verloren. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Ne? Knapp 23 Minuten klingt jetzt nicht mehr allzu viel. Die Frage ist, ist das wirklich das Zünglein an der Waage? Ich denke, so 1-2 Ründchen, dann ist der Radsatz am Funktionieren bei Jan Drexler. Wenn das nicht eventuell sogar unbeabsichtigt war, dass da vielleicht auch gar keine Drücke richtig voreingestellt. Wir müssen mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Ah, leichte Unsicherheit zu erkennen. Moritz Birzer ist jetzt beim Stop drin. Nick Husfeld also auf der 1. Bleiben bei Jan Drexler und Robin Meyer. Führt die 1 jetzt ganz klar die innere Linie anvisiert. Drexler geht vorbei. Er ist jetzt auf der 5, ne? Also, wenn ich das grob zusammenrechne, komme ich auf roundabout 32 Sekunden, Pi mal Daumen, Richtung P1. Wobei, so dürfen wir nicht rechnen. Wir müssen rechnen. Ungefähr 10 Sekunden hat er bis zu Max Florenz. Mimanio, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Hat er 10 Sekunden rausgefahren? Bevor. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Das ist eine reine Spekulation. Habt ihr den Quersteher gesehen? Schönes Ding. Husfeld ist drin, Benjamin King ist drin. Christopher Schmidt im Zweikampf gegen Christina White. Zweikampf um P9. Waren so 10 Sekunden, okay. Ja, 15 glaube ich nicht. 15 glaube ich nicht. Weil der hatte dann auf Moritz Birzer hatte der 20 Sekunden gehabt, Cristiano. 15 glaube ich nicht. 15 wären zu viel. Ding kommt wieder zurück. 10. Position, ja, das passt. Philipp Groß ist auf der 11. King darf schon wieder voll durchladen. Reicht für die 10. Sebastian Brocke, P17. Christina White ist jetzt auch beim Stop drin. Husfeld kommt wieder zurück. Der Nick, oh nee, der war auf Abwägen. Nick Husfeld also ganz kurz mal im Kiesbett gewesen. Jetzt auf der 9. Ja, außenrum ist noch Mike Gugler vorbeigefahren an Nick Husfeld. Okay, Pit Window ist geschlossen. Ihr habt es gehört, die Boxengasse ist also nun zu. Lichtprogramme sind aber absolviert. Vladi H. Kontakt mit Peter Lindner und oder umgekehrt. Ich glaube, wir haben sogar in Summe nur 2 Aston Martin im Feld, ne, mit dabei. Hier rund um Vladi H. und den Max Florenz. An der 78. Busfeld. Vorbei an Mike Bugler. Oh, der hat den Offset gehabt, der Mike. An der 78. Wer hat denn die 78? Ich habe eine 778. Ich habe eine 76. Oh, Mann. Erneut.
Lacke Blenkel, Vladi H., Christina White, Mika Finkbeiner. Aber Mika Finkbeiner hatte damit nichts zu tun. Also Vladi H. und Christina White. Er fällt zurück auf die 24, direkt vor die Nase des Sandro Conradi. Ach da, P5. 6,8 Sekunden reine Standzeitmaß. Bei Dominik Meyer. Bitte. Kein Problem. Ja, ich sag mal, irgendwann verlierst du einfach den Überblick, ne? Wenn du so ein großes Fahrerfeld hast. Oh, Alter, was? Bitte, Herr Weckel. Wo gehobelt wird, muss natürlich auch ein, ne, Weckel mit am Start sein. Scheiße. Mann. Letzte Ecke vollkommen verkackt. Matthias Weckel unglaublich weit gefahren. Und ja, logisch, ne? Wenn du so deine Ahnung so eine Einladung kredenzt, ey, dann... Da sagt er nicht nur Danke, da kriegst du noch einen Blumenstrauß noch überreicht gefühlt. Fabio Wagner im Zweikampf gegen Bobby Paceman. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Radsatz wechseln. gesetzt der Fall. Ich hätte nicht da irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20, 30, 6 Millionen Sekunden rausgefahren. Weißt du, nicht mehr vorher. Vorm Stop. Lorenz ist auf der 1, Michael Pirchheim auf der 2, Jan Drexler auf der 3. Anderthalb Sekunden muss er noch zufahren. Von der Pace her, letzter Durchgang, 5,5 Zehntel war er schneller. Roundabout. Jein, Erdinger, jein. Wir haben, dadurch, dass wir nicht genau sehen, wer ist Platin, wer ist Gold unterwegs, also Fahrerkategorien, Fahrerklassen, nimmt es so ein bisschen die... wie soll ich das sagen? Ich muss jetzt an dem vorbei womöglich raus. Weißt du, wie ich meine? Knappe 17 Minuten noch. Freunde, die Zeit ist schon wieder gerannt wie im Flugi vorbei. Hey, unglaublich. Schönes Ding. Gerd Binder. Auf geht's, Ricky. Auch noch ein bisschen ran da an den D-Zug. Genau, und 3 Liter rein, ab geht's, ja. Also ich habe Standzeiten um 5,5 Sekunden. Das ist schon ultra schnell. Ich guck gerade mal ganz kurz durch. 5,5. Habe ich jemanden schnelleren dabei? Ne, 5,5 habe ich, glaube ich, 2 bzw. 3 Mal in der Liste. Ricky Krebs hat gestanden 5,6 Sekunden. Das ist schon ultra flott. Ja, und wenn du dann auch noch irgendwas um die 28, 29 Sekunden Durchfahrtszeit gebraucht hast, ey, dann hast du deine Hausaufgaben definitiv gemacht. Drexler ist vorbei an Michael Pirchheim. Drexler ist auf 2. Jan Drexler ist auf der 2. Da ist ein Bild. Pirchheim ist auf 3. Also das ging jetzt doch, wie erwartet, deutlich schneller, wie ich dachte. Moritz Birzer ist dran an Dominik Meyer. Beinahe vorbei an Peter Lindner. Wieder umgedreht die Situation. Lindner wieder mit der Nase vorne. Minuten. 22,7 letzte Rundenzeit von Max Florenz. 21,6 von Jan Drexler. Das ist eine Sekunde. Der hat noch 15 Minuten. Also wenn der Max Florenz jetzt womöglich im Verkehr so ein bisschen stecken bleibt gedanklich, dann ist der in 3-4 Runden dran. Die Lambos. Hier. Der Lambo, der jetzt zum Beispiel vor Drexler ist... Genau, 42 und die 33. Ich suche schon. Tobias Martini. Hier, Alexander Rütz.
und der Kollege Julian Krubica. Das sind die DOD-Fahrzeuge. Alter. Ganz ekelhaftes Ding aus Sicht des Fabio Wagner. Ja. Das ist ein Livestock, aka Disconnect bei Fabio Wagner. Der ist volles Brett in die nicht vorhandene Tiefgarage reingehämmert. Molitor verliert P23 gegen Vladi H., aber auch Sandro Gradi ging da vorbei. Lackaustausch Krebs zu Sebastian Brocke. Ja, ist der Kollege weg, der dann den Disconnect hatte. Erdinger, ich wünsche dir was. Hat noch einen schönen Abend. Komm nachher gut zu liegen. Danke dir. Und bleib mir munter. Ja, das sind jetzt die Lorbeeren. Ne? Das sind die Lorbeeren, die ein Jan Drexler erntet. Fährt neue schnellste Rennrunde 21.122 im letzten Durchgang. Und jetzt war er anderthalb Sekunden schneller. Bin ich gerade drauf, Michael? Knappe 3 Sekunden muss er noch zufahren, der Michael. Ach, der Michael, sag ich, der Jan Drexler. Das geht. Aber auch hier ganz klar gesagt, rangefahren, vorbeigefahren sind 2 Paar Schuhe. Ne? Auf geht's, Gerd, komm. Ein Müh schneller ist er. Der Gerd Binder wie sein Vordermann, wie René Brey. René Brey hat aber auch den Danny Anwand vor der Nase. Und Radi bleibt hinter Vladi H. Der bleibt dran. Da ist der Drops auch noch nicht gelutscht. Oh, Basti Holter auf Abwägen erneut. Ja, diese Ecke scheint hier Basti Holter nicht wirklich zu mögen. Das ist, glaube ich, der 3. Ausritt an dieser Stelle. Ermuka Sekele schneller, sorgte Schwob. Ah, okay. Wieder was gelernt. Dankeschön, Laguna. Freunde, der ist gleich dran. Ach, warte mal, stopp. Da habe ich doch die Perspektive litscht. Wieder Max Florenz, Heckdiffusor, Kamerawinkel nach hinten ausgerichtet in Richtung Jan Drexler. Der kommt nicht nur mit 7 Meilenstiefeln ran, der hat hier gefühlt Nitromethan im Tank. Einfach mal eine halbe Sekunde auf der Bremse für Corkscrew geholt, ey. Alter. Krass. Für T1 wird er machen. Für T1. Bei 2 Zehntel. Guck mal hier, die Front wird immer größer vom M4. Außenrum muss er. Max Florenz macht innen zu. Weite Linie muss Jan Drexler nehmen. Ja. Geht an der Ecke nicht. Geht nicht. Du brauchst die innere Linie, um saubere Traktion haben zu können, zum Rausbeschleunigen. Jetzt Nerven behalten, Max. Nerven. Der kann das, der Max Florenz. Der kann das. René Brey 14, Gerd Binder 15, Sebastian Brocke 16. Da ist ein Vierkampf entstanden gegen P13, gegen Danny Anwand.
Jonas Zeus hinter Ricky Krebs. Auch da wird debattiert weiterhin. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Ich traue es ihm zu, keine Frage. Aber wie gesagt, er muss erst noch vorbei. Ne? Und ein Max Florenz zu, mal eben so aus mir nichts, dir nichts heraus zu überholen, ist auch nicht ganz einfach. Letzte Runde war ungültig für Jan Drexler, ist aber nicht schlimm. 23-0 Florenz, 23-2 Drexler. Das die Jungs sind denn. Liebe Grüße an Bavarian Simtek. Im Hintergrund vorbeigekommen, Benjamin King, überholt worden von Philipp Groß. Da vorne sind genau die 8-Piloten. Philipp Groß also jetzt auf der 10. Sebastian Brucke vorbei an Gerd Binder. Auch da hat man die Position gewechselt um P15. Oh nein, nein, nein! Ach, zu viel gewollt, zu wenig gekonnt, scheiße! Schöner Move von Jan Drexler. Ich will ganz kurz gucken am Auto. Das dürfte normalerweise nicht allzu viel ausgemacht haben. Schrecksekunde, ja. Time lost, ja. Aber schönes Handling, schöne Handhabe von Jan Drexler. Direkt mal den Block an Eichhaut signalisiert. Sorry, das war mein Fehler. Da war ich viel zu dicht hinter dir, konnte nicht mehr ausweichen. Gelbe Flaggen für Philipp Thoma. Thoma hier auf Abwägen. Einmal links im Kiesbett, fällt zurück auf P18. Linke Seite vom Auto sieht nicht ganz so cool aus. Rest vom Schützenfest passt aber bis dato noch. Fällt zurück P18. Achtung, hat jetzt Peter Lindner direkt im Genick. Muss sich ganz, ganz schnell wieder sammeln. Und vorne an der Spitze geht weiter. Auch Christopher Schmidt im Zweikampf gegen Moritz Bierzer. Auch da ist das Ding noch nicht final im Kasten. Colin, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, wie gesagt, wenn da so ein kleiner Schubser entsteht, alles gut. Brei wieder vorbei an Sebastian Brocke. Ne, noch nicht ganz. Brocke auf der inneren, auf der schnelleren Linie unterwegs. Führt die 1, kann P13. Halte, Buckler. Unter Nick Hussfeld. Mike ungefähr 14 schneller. Max Florenz bleibt auf der 1. Ganz kurz hat er da die Nase nebendran, vorne dran mal gehabt, der Jan Drexler. Colin, wie geht's dir? Langsam mit dem neuen Rig fertig geworden, okay. Ich habe nur gesehen, du hast dir den Rennsitz, einen neuen Rennsitz hast du geholt, hast dir gegönnt heute. Joda, viel Spaß. Danke dir auch, komm gut zu liegen. Schönen Abend noch. Weltmeister, Grüße, moin. Okay. Und wieder! Also jetzt muss man sich, glaube ich, ein bisschen beherrschen. Aber das kriegt der Hinter Jan Drexler. Binder bleibt dran an Brei. Er ist auf 18 vor Peter Lindner.
Gut, was Philipp Thomas auf die 17 schon wieder ist vorbeigekommen an Janus Zeus. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, Dirk. Das muss so, habe ich mir sagen lassen. Ja, vor allen Dingen die gleiche Stelle auch, Cristiano, ne? Ob die wirklich mitdiskutieren können? Schauen wir mal. Aber bestätigt auf jeden Fall meine zu Beginn schon getätigte Aussage, dass man hier in Laguna Seca eben nicht einfach mal ebenso vorbeifahren kann. Robin May, schön, längere Zeit da halb im Kies gewesen. Aber es ist richtig, 1,5 Sekunden, dann wäre P3 mit von der Partie. 1 Sekunde dahinter ist schon P4, nämlich der Robin Meyer. Wenn die auch noch mitdiskutieren können, ich glaube, dann haben wir da vorne richtig Action und Spaß. Philipp Groß, gelben Flaggen draußen. Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Aufgabe, ne? Dass man dem vorherfahrenden Fahrzeug so viel Schaden zufügt, dass man irgendwann vorbeikommt, oder? Jansel, ich grüße dich. Ein wunderschön. Diese und maximal noch 2 weitere Runden, dann ist das Ding hier durch. Quatsch, diese und maximal noch 1 weitere Runde, so rum. Anwand. Side by side zu Sebastian Brock, er führt hier 1. War das eine Frage, Jan? Definitiv, ja, Cristiano, definitiv. Mega. Also ich kann es dir nur empfehlen, guck dir das Video an. War sehr, sehr geil. Auch in Kombination mit diesen 45 Startern, die hier an den Start gegangen sind, für die erste doch absolut Mickey-Maus-Strecke hier, aka in Laguna Seca. Absolut geil. Also wenn die jetzt richtig durchpinnen. Ja, oh, Alter! Oh Gott! Alter, hat der nicht gemacht. Blitzsauber. Blitzsauberes Manöver. Ganz minimal hinten links aus der Fahrersicht betrachtet von Max Florenz. Am Rad, an der Felge hat er geleckt, oder? Maximal. Der hat sich da vorbei mit dem Tupfer, ne, Wettebäuschen geworfen, ist der vorbeigeleckt. Jan Drexler ist vorbei an Max Florenz für T1. Geiles Manöver. Und das, obwohl der Max Florenz gar nicht so weit weg war, ne, von der perfekten Kampflinie. Jan Drexler, rein nach dem Motto, Freunde, der hat sich vor T1 mal kurz mit Vaseline in die Riemen, hat dann gedacht, und jetzt voll muss ich da durch. Los, geh weg. Hat funktioniert. Geil. Jan Drexler in der vorletzten Runde. Wenn der jetzt 2 Sekunden vor der Startziellinie lupft, dann muss er nicht noch eine weitere Runde smashen. Ansonsten haben wir noch eine weitere. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Oida. Bäm. Eine Sekunde. Eine Sekunde vor Renndistanzablauf kommt er über die Linie gesmashed. Also, Last Lap, ihr habt es gehört, Spotter hat es ebenfalls mitgeteilt. Wir gehen es durch. Drexler 1, Max Florenz 2, Michael Pirchheim 3, Robin Meyer auf der 4, Dominik Meyer auf der 5, Moritz Pirzer P6, Christopher Schmidt P7, Nick Husfeld auf der 8, Mike Bugler P9, Benjamin King auf der 10, Philipp Groß auf der 11, Sebastian Brocke P12, Danny Anwand 13, René Brey auf der 14, Gerd Binder P15, Ricky Krebs auf 16, Philipp Thoma P17, Johannes Zeus 18, Peter Lindner P19, Mika Finkbeiner P20, Christina 21, Remo Kipfer 22, Nadia 23, Sandro Conradi P24, P25, Sen Molitor 26. Position, Tobias Martini, gelbe Flaggen für Matthias Weggelüben. Ah, okay, der hat hier den Train der
Top 4 vorbeifahren lassen. Tobias Martini 26, Julian Kubica 27, Daniel Arning 28, Matthias Wedel 29, Detlef Kepe 30, Alexander Rötz 31, Markus Blumenthal 32, Klaus Jäckel 33. Muss nach vorne, sonst verpasse ich den Zieleinlauf. Die letzten Kurven für Jan Drexler. Glückwunsch an den Jan Drexler zu P1. Max Florenz gewinnt. Holt P2. Michael Pirschheim wird Dritter. Robin Meyer P4. Dominik Meyer auf der 5. Moritz Birzer wird Sechster. Christopher Schmidt an P7. Gigi dazu. Nick Husfeld holt dann gleich die 8 vor. Mike Bugler auf P9. Sehr, sehr geiles Ergebnis. Benjamin King wird 10. Philipp Groß wird dann gleich 11. werden. Genau, er ist auf Start und Ziel. Justamente unterwegs. Sebastian Brocke wird 12. Danny Anwand dann 13. René Brey holt die 14. Gerd Bindert 15. Ricky Krebs wird 16. Philipp Thoma P17. Jonas Zeus 18. Peter Lindner dann 19. Und Mika Finkbeiner holt P20. Geiles Ding, Mann. Geiles erstes Rennen definitiv. Sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Ja. Also, der Matthias hatte mir da die Info gegeben, wir werden die Platin-Fahrer zum Interview haben, das bedeutet P1 bei P3 overall gesehen, das heißt Jan Drexler, P1, Max Florenz, P2, Michael Pirschheim, P3, ihr drei, wenn ihr wollt, gerne zu mir kurz ins Interview noch rein, und dann ist der Abend doch, glaube ich, mehr wie gelungen für die meisten. Bin ich im Discord in den Warteraum gejoint. So, warte ganz kurz. Hammer voll gegen, mach's gut, ich wünsche dir was. Schönen Abend noch. Gerne, Mars. Gerne, gerne, gerne. Der Pierre Meyer hat zum Beispiel. Ah, der Pierre Meyer hat noch Corona, ey, Digga. Katastrophe. Ey, das war richtig geil, ja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, Bitbuster, ich weiß es nicht. Ey, warte mal ganz kurz, wer hatte das denn oben geschrieben? Weil ich hab die Helder hat's geschrieben. Stand 1, Gold momentan. Meier, Bugler, Anwand. Der Robin Meier? Helder, Robin Meier ist ein Goldfahrer. Im Leben nicht. Imanu, mach's gut. Dir auch einen schönen Abend noch gewünscht. So, warte mal. Also, die Jungs habe ich da. Das heißt, ich kann ganz kurz die Highlights reinladen. Ah, du bist der Ingo. Okay, okay. Ja, das. Ich hoffe, das habe ich morgen wieder vergessen, Ingo. Aber ich probier's. Versprochen. Ich kann mir doch. Ich und Namen, weißt du, was ich meine? Bei, keine Ahnung, bei Gott und der Welt, die ich da kenne da draußen. Das ist teilweise echt schwierig. Aber ich gebe mir Mühe. So. Also, Jungs und Mädels haben wir da. Das ist okay, das passt.
Also, der Max ist da, der Michael ist da, das heißt, wir fangen mit Michael kurz an. Michael, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich. Oh, grüß dich, Benni. Gutes neues Jahr an alle, an dich und an alle. Ja, danke schön, ebenfalls, auf jeden Fall. Ja, am 18.01. Michael, komm auf den Tacho, mal, ist viel zu spät, Mensch. Ja. Wir haben uns ja nicht gehört dazwischen, ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben uns nicht früher gehört, das ist richtig, ja. Bis dato, insofern alles gut. Ja. Ja, was ein Einstand heute Abend, oder? 45 Autos, wie hoch war dein Bedenkenlevel? Vor Rennstart hier in Laguna Seca. Strecke ist ja auch nicht allzu breit. Rollmöglichkeit hast du auch nicht an jeder zweiten Ecke. Teilweise neue Fahrer mit dabei. Teilweise doch in Anführungszeichen etwas langsamere Fahrer stellenweise, aber einen großartigen Job trotzdem gemacht. Also gefühlt das gesamte 45 Fahrerfeld, große Teilnehmerfeld, 2 Sekunden auseinander. Ja, ich sag's jetzt einmal so, ich hatte auch Pech in der Quali in meiner zweiten gezeitenden Runde. Hat es auch ein Missverständnis gegeben. Ich weiß nicht, mit einem weiß-roten Audi, ich weiß jetzt nicht den Namen, ich muss mich noch entschuldigen, wobei ich bin halt Corkscrew aufgefahren und ich wollte links vorbei und in dem Moment zieht er links. Also Missverständnis. Ja, es ist halt, wenn du 45 Fahrer hast in Laguna Seca, ist halt ein bisschen Chaos auch, ne? Man muss halt so seine Runde dann irgendwo zusammenbringen. Dieses Mal war sie bei mir, naja, auf dem letzten Drücker, ne, mit der Quali-Runde. Ja, und ansonsten bin ich etwas, ja, ich bin etwas überrascht, dass ich wieder am Podest stehe, weil das Niveau ist ja nicht schlechter geworden, ganz im Gegenteil, ne? Nee, richtig, ja. Sehr gestiegen wieder das Niveau, Gott sei Dank. Ja, was soll ich sagen, neues Auto auch, aber brav trainiert vorher, funktioniert auch anscheinend. Anscheinend kann ich nicht nur Familienwagen fahren, wie im BMW, sondern auch Sportwagen, wie in McLaren. Ja, passt. Also, ja, bin zufrieden. Alles richtig gemacht, ja. Wie anstrengend war es? Sei ehrlich, Michael. Da ich ja ein bisschen einen Klopfer habe, im Kopf, ne? Yeah. Habe ich mir, weil du das fragst, wie anstrengend das war, einen Brustgurt gekauft von Polar und habe den jetzt neben mitlaufen lassen. Ehrlich? So, ich kann dir sagen, maximale Herzfrequenz 155, Durchschnitt 131. Das ist der Schnitt von Quali und Rennen mit der 5 Minuten Pause. So viel zu anstrengend. Auf eine Stunde 41 habe ich 131 Durchschnitt gehabt. Nur so als Info. Ich glaube, in meiner Moderation geht er nicht unter 170 runter, oder? Ja, so ist es, ja. Also ja, es war sehr anstrengend, aber es war super. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Ja, was soll ich sagen? Danke an Hobe, an dich. Ja, ja, es macht weiterhin extrem viel Spaß. Sehr schön. Michael, aber dann hat einen schönen Abend. Definitiv, ja, genau. So. Genieß das kühle Blonde, die Eissonne. Glückwunsch an dich, Michael Pirchheim, zu P3. Und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja. Hau rein. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Sehr, 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 sehr aufrichtige und vor allen Dingen auch wahre Worte. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Freunde, das war Michael Pirchheim, der Österreicher. Ich hoffe, ihr habt ihn einigermaßen verstanden. Wenn nicht, fragt bitte nochmal nach. Das ist kein Problem. Dann kriegen wir das auf jeden Fall auch für euch übersetzt, in Anführungszeichen. Monkey Saint Racing, vielen, vielen Dank für den Follow noch. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Leon KMS ist auch mit am Start. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wir haben P2, den Max Florenz. Jetzt ziehen wir mal auf hier. Max, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Guten Abend. Ah, meine Fresse. Und ich habe gedacht, du wärst mit allem Wasser gewaschen heute und du warst voll machtlos. Verdammt, die Kacke. Ah, aber du hast gebissen. Bis zum allerletzten, in allerletzte Möglichkeit da genutzt und ja, ich denke, du hast auch Spaß gehabt heute hier in Laguna Seca, oder? Rückspiegel innen, aber begutachten, glaube ich, mehr wie nach vorne raus durch die Windschutzscheibe blicken, oder? Ich bin nach Rückspiegel gefahren, ja. Ja, aber nicht rückwärts, Blani. Ja, hast recht. Ja, nee, war sehr verdient, der Sieg für Jan. Weil Pace konnte ich auch, also selbst wenn er die gleiche Strategie gefahren wäre wie ich, hätte ich seine Pace nicht gehen können. Ja, aber wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche und nicht nächste Woche, übernächste Woche passiert und danach auf den Strecken.
er sagte gerade selber zu mir, ist eine Strecke, die er sehr gut findet. Und ich bin die Strecke jetzt mit diesem Rennen bestimmt 100 Runden Maximum gefahren. Deswegen, ja, mal gucken, wie sich das nächste Woche okay. ausgleicht, wo wir beide ähnliches Practice haben. Hast du, hat man dir gesagt, dass der Jan den Radsatz gewechselt hat? Er ist in Runde 3 eine 21-3 gefahren. Also ich habe, entweder hat er mehr Grip oder weniger Sprit. Eins von den beiden Sachen muss es sein. Okay. Ja. Sieht man sowas? Hast du sowas auf dem Schirm? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, ne, Bloody, das versucht man, weil es geht, zu ignorieren? Sondern wirklich voll Full-Send-Fokus nach vorne. Ich versuche schon darauf zu achten, ob ich jetzt jemanden dann in der Box wieder überhole. Vor allem weiß ich, dass Jan und ich eigentlich eine ziemlich ähnliche Pace haben, so über alle Strecken. Also wenn wir in LFM aufeinandertreffen, sind wir meistens relativ ähnlich. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so viel schneller kann er nicht sein. Da muss irgendwas strategietechnisch anders sein als bei mir. Also man hat das auf jeden Fall auf dem Schirm, ja. Ja, wir lassen uns überraschen, in Anführungszeichen, er hat 31,9 gestanden. Im direkten Vergleich zu dir, bei dir war die reine Standzeit 6 Sekunden. Trotzdem hat er dich zu Ende hin noch bekommen bzw. knacken können. Trotzdem habt ihr richtig, richtig toll die Situation hier kredenzt. Achtung, jetzt warte mal ganz kurz, kommt da einer reingeballert? Okay, ja, das war gerade der Traction Lost von Chris Witt, den wir da gerade in den Highlights gesehen haben. Deswegen wundert mich das gerade. Aber alles easy. Ja, sehr schön. Glückwunsch an dich, Max, zu P2. Ich drücke dir die Daumen, dass wir im besten Falle uns beim nächsten Rennen dann wieder auf dem Podium treffen werden, womöglich. Und ja, genieß den Abend noch. Definitiv das kühle Blonde. Und komm nachher auf jeden Fall gut zu liegen, ne, Max? Danke dir. Glückwunsch zu P2. Danke, mach's gut. Gerne, bis dann, ciao. Ja, den Jan Drexler haben wir noch am Start. Jan, ich grüße dich, einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, jetzt sag mir bitte nicht, das ist deine Lieblingsstrecke hier, Laguna Seca, oder? Wieso? Ja, nein, keine Ahnung. Du hast irgendwie heute Morgen diese Power, mega Power-Up Cornflakes gehabt, ne? Dass du die Dreistigkeit besitzen darfst und kannst, da einfach mal einen Radsatz zu wechseln und dann einfach dem Max Florenz die letzten gefühlt 15 Minuten dermaßen auf den Sack zu gehen, die letzten 8 Minuten gar nicht mehr wegzudenken bis hinter der Eckstoßstange des Max Florenz und dann noch vorbeizugehen. Ja, also wie gesagt, also ja, ich mag die Strecke sehr gerne. Ich finde es immer schade, dass sie so selten drankommt. Okay. Aber naja, also ich fahre die sehr gerne. Und ja, hat ja gut funktioniert, ne? Ich bin allerdings nicht ausgegangen, dass die ganzen Jungs die Reifen nicht tauschen. Deswegen ist es am Ende spannender geworden, als nach so, sag ich mal, 20 Minuten gedacht. Also ich kann dich... Es war nicht mit Absicht. Okay. Ich kann dich, lass mich kurz gucken. P30, Detlef Keep, das war der Nächste, der den Radsatz gewechselt hat. Okay. P30 wohlgemerkt. Das ist ja. Also brutal. Wann hast du gemerkt, war das im Quali schon der Fall, wo du gesagt hast, ey, geil, heute Abend hier Laguna Seca, das wird ein Run, das Ding werde ich definitiv irgendwie im besten Falle doch mindestens auf dem Podium beenden können? Ja, das war mir eigentlich schon vor 2 Tagen klar, als ich die Zeiten auf dem Trainingsserver gesehen habe. Okay. Da wusste ich halt nur nicht, ob die halt Quali-Pace fahren oder halt Rennsprit. Okay. Aber da war mir eigentlich schon sehr bewusst, dass ich da irgendwo weit vorne landen kann. Ja. Ich bin da halt immer nur mit meinem Quali-Sprit gefahren. Ja, und dann dachte ich, ja gut, wenn da noch irgendwie so 2, 3, 4 Zehntel gehen im Quali, so, die hätte ich auch noch liegen gehabt grundlegend, aber habe ich irgendwie nicht zusammenbekommen. Alter, du wärst eine 20er Zeit gefahren? Im Training hatte ich 20,7 stehen. Also wenn ich zusammenbekommen hätte. Okay. Also 20er Zeit habe ich persönlich noch nie gesehen, Laguna Seca. Krass. Übel, ey. Ja, mega. Wertvolle Punkte auf jeden Fall. Vorbereitende Maßnahmen fürs zweite Rennen. Ich guck mal, denn, wo sind wir? Barcelona sind wir in 14 Tagen dann. Wie sehr schielt man dann Richtung B-Serie? So als Vergleich, hat man da ein Auge drauf?
Ja, ich werde es wahrscheinlich nächste Woche mal kurz angucken. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche so viel Zeit habe. Schauen wir mal. Okay. Aber nächste Woche ist auch B-Serie, ist da auch Laguna Seca oder nicht? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Die A-Serie macht immer erst den Anfang. Die B-Serie zieht dann hinterher. Genau, die Woche drauf, ja. Ja. Deswegen, also ich werde es mir bestimmt mal angucken. Und dann mal schauen, wie da so die Pace ist und wer da so alles mitfährt. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Das heißt, du bist eine One-Man-Show? Nee, mein Teamkollege fährt hier im Split mit. Ah, okay, okay. Also, Blumendraht. Ah, der Markus, ja, genau, richtig. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann liebe Grüße auf jeden Fall an Markus Blumendraht in dem Fall. Und Jan, sehr schön. Werde ich ausrichten. Geil. Ganz geil. Sieger in Laguna Seca, alles richtig gemacht. Ein bisschen die Pokerei mit eingebaut. Genau. Ging sich aber wunderbar aus. Und du bist auch richtig geil, richtig smooth vorbeigekommen für T1, für diese Doppelrecht. Insofern war unglaublich, unglaublich spannend und auch toll mit anzusehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dafür nicht. Genau. Sehr schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Komm nachher gut zu liegen, Jan. Bleib mir munter. Bis spätestens in 2 Wochen. Danke dir. Richtig. Bis dann. Ciao. Ciao. Geile Nummer, oder? Absolut geile Nummer, Freunde. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus an der Stelle. Wir sind dann auch mal am Ende angekommen. Diese Eindrücke da von den Fahrern, ich persönlich finde es absolut cool, absolut wichtig, auch einfach so ein bisschen mal reinzuhorchen. Wie ist es euch denn ergangen? Ich habe selten in der letzten oder ich sag mal so in den letzten 1,5 Jahren eigentlich niemand mehr dabei gehabt, der gesagt hat, nach so einem Rennen von wegen Bloody, das war ganz tiefenentspannt, ich habe nicht eine einzige Schweißperle verloren. Im Gegenteil, es ist bei mir beim Kommitag ist es ähnlich. Du musst mittlerweile so dermaßen reinschwitzen, das ist anstrengend noch und nöcher, aber es macht natürlich auch im Umkehrschluss unglaublich viel Spaß. In diesem Sinne, meine Wurst ist fertig. Ja, kein Thema, lass es schmecken, oder Scratchy, Digga? Alles easy. Also, ich gucke, dass ich morgen einen Kommitag mit euch wieder zusammenfahre, wenn ihr Bock habt. Ich sag mal Pi mal Daumen, wir peilen mal so 14, 14.30 an. Dann können wir da zusammen eine Runde in ACC scheppern, wenn ihr wollt. Kein Problem. Und ansonsten vielen, vielen Dank für die ganzen Follower, die ganzen Resubs. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, dass ihr auch munter bleibt dementsprechend dann und kommt nachher auf jeden Fall auch gut zu liegen. In diesem Sinne, Rinje hauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss.